Gummo, Gummo, Gummo und Grüße, Gemüse. Beim letzten Mal haben wir es fast geschafft, unser komplettes Team zu legendarisieren. Drei fehlen noch, also zwei technically und der Trainer. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Und wir sind außerdem auf einem sehr guten Weg, uns endlich den Inazuma-Anhänger zu kaufen. Heilige Scheiße, hat das gedauert, weil ihr wisst es, beim letzten Mal, im letzten Part, da haben wir diese, naja, ich sag mal, Talismane hier nicht gegönnt bekommen. Ich hatte 28 oder 29 und wir brauchen, naja, 30 für Layton. Und ich habe sie mir ehrenlos im Online-Part geholt. Ihr wisst doch, was es ist. Also lasst gerne jetzt einen Daumen nach oben da für die heiligen Angelegenheiten. Vielen Dank für den Support. Ich appreciate weiterhin höchst. Vielen Dank. Abonniert sehr gerne rein für mehr. Aktiviert die Abo-Klingel jetzt. Ich raste aus. Also, wir rasten genauso gut aus jetzt hier beim Layton-Anhänger. Ich habe ihn vor sehr vielen Parts schon angeteased. Den ehrigen Layton. Und jetzt ist es soweit. Wir können uns ihn endlich kaufen, weil halbe Bibel und diese Talismane, I don't know, keine Ahnung, haben wir jetzt. Also rein. O7 in die Comments für Layton. Er ist kind of zurück. Also, Mama, können wir Professor Layton auf der Switch haben? Aber Schatz, wir haben doch Professor Layton zu Hause. Professor Layton zu Hause. Ja, ihr wisst es. Ich glaube, der Anhänger ist ein Verteidigungs-Item, wenn mich da nicht alles täuscht. Und ich glaube, diejenige, die es am nötigsten hätte, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, ist wahrscheinlich Goldie Lemon. Schauen mal. Wobei ich sagen muss, das ist ein... Eigentlich ist es ein Mittelfeldanhänger. Tut mir leid, Goldie. Damit hätte ich sie jetzt wieder rausgekickt aus dem... Naja, aus der Auswahl, sage ich jetzt mal. Nathan ist ein Mittelfeldspieler, right? Also ich würde ihn jetzt so einschätzen. Verteidigend, mittelspielerisch. Ich glaube, ich gebe ihm dieses Item. Ich glaube, das ist okay. Copium. Anyway. Damit wir natürlich jetzt noch weitere geheiligte Geisters bekommen, müssen wir weiterhin reinhalten, weil, naja, ich, alte Drecksau, hab's natürlich nicht geschafft, offscreen wieder, naja, mehr Items zu farmen. Geister, unter anderem, was das Wichtigste ist, was ich am easiesten hätte machen können. Ich habe mich aber nicht dazu entschieden, weil, keine Zeit. Also, lassen Sie uns jetzt reinhalten, wir sind fast nicht mehr unterlevelt, jedenfalls für dieses Duell. Jedenfalls für dieses Duell. Aber mit den, ich würde schon fast sagen, mit jetzt fast allen besten Items aus dem Shop, die wir gekauft haben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir jetzt fast jeden, ich sag mal, fast jedes beste Item aus jeder Kategorie gekauft haben. Mindestens einmal, ne? Das müssen wir natürlich jetzt noch für sämtliche anderen Spieler wiederholen, damit die natürlich bestens ausgerüstet sind, weil viele meiner Spieler sind eben nicht bestens ausgerüstet, sondern eher so, ne, Mittelmaß, ja. Also ist es an der Zeit, das zu tun. Und ich habe auch gesehen, wir haben schon 60 dieser Death Notes. Wie wild ist das denn? Also das sind so diese, also diese schwarzen Bücher. Die sehen für mich halt voll aus wie ein Death Note, Alter. Nun denn, was wird passieren? Er wird auf einen von den beiden passen, 100%. Na? Na? Ja, aber na klar. Die Maus! Und nun passen wir auf Aphrodite. Nein, auf Aphrodite! Habt ihr gesehen, wie der Ball geglitscht ist? Was ist das denn für eine Rotz? Ah, scheiße! Ich hab den Timer von unbesiegbarer Torhüter sehen wollen, aber dass wir das safe schon abgelaufen sein, oder? Also hundertprozentig abgelaufen. Oh ja. Ich denke, das ist der Fakt, dass er jetzt legendär ist. Ah!
Also Wallside, nicht die Geisterkarte, aber ich hab's gerade gecallt, Alter. Ich calle die Geister, die legendäre Geisterkarte. You got that? Das war natürlich absolut geplant, möchte ich sagen. Holy, warum sind die so aggressiv in den letzten Kämpfen? Was soll denn das? Alles, was ich tun will... Junge, immer wenn ich ein Duell machen möchte, werde ich gefoult. Hallo? Hallo? F5? Ah, du warst doch da. Come on. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal ein Tor machen, damit wir sie in ihre Schranken weisen. Oh oh, der macht sich schon bereit. Oh oh. Könnte durchgehen, könnte gepasst werden. Und er geht durch. Keiner Problem. Nathan, bitte mach keinen Scheiß jetzt. Das ist so ein Müllgame, wirklich, Alter. Wo hätte ich sonst hinpassen sollen? Wallside stand auch da. Und guess what? Hab ich ihm. Nee. Ihm hab ich. Ich hab Nathan passen wollen. Aber Wallside war doch auch da. Warum hat er sich nicht weiter nach links bewegt? Das ist so eine Scheiße. Es reicht mir jetzt. Ich gehe jetzt die Führung einleiten. Das Game kann sich löschen gehen. Also jetzt mal ehrlich. Okay, wir auf Ravier. Besser ist das. Ja, okay, nice. Dann. Ja, ja, gut, ne? Machst du nix, würde ich sagen. Wenn der Torwart einfach keinen freien Anspiel. Keine freie Anspielstation findet. Obwohl er eine findet. Aber die AI des Gegners ist dann doch besser als die eigene AI. Und Level 5 so, während diese Senkung legit im selben Raum ist, denkt sich Level 5, denkt sich Akihiro Hino so, ja, lass es mal Ende April veröffentlichen auch. Nein! Ja, lass mal warten. Lass die Spieler weiter mit der schlechten Spielerfahrung, oder Spielerfahrung in dem Falle, würde besser passen. Lass sie mal weiter damit umgehen. Und wir bringen dann das Update Ende April raus. Junge, das macht doch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Drop das Performance oder das Quality of Life Update, verdammt nochmal. Story Mode later. Was ist das Problem, Alter? Was war das denn? Zeit abgelaufen. Die Sau. So, und nun können wir auch eigentlich dann so weitermachen. Superbarriere, okay. Dazu noch eine Flammenfestung. HD, bitte. Ich finde so, Jude Sharp, I don't know why, aber es kommt mir irgendwie so vor, als würde er am meisten faulen. Als hätte er da am meisten Bock drauf. Irgendwann, du rennst hier im Kreis. Ja, also ganz ehrlich, jetzt noch eine Glücksfieberkarte. Kriegen wir eh nicht mehr. Ich sag, der Zug ist abgefahren. Scheißdreck. Versuchen wir lieber so das Beste draus zu machen mit... Ja, ich... Habe ich es nicht gerade gesagt? Das ist immer mit ihm. Immer. Jedes Mal fault er. Aber Hurley Kane auch stabil mitgelaufen, der Bruder. Okay, ich würde sagen, dann ist es jetzt an der Zeit. Aber wir können sie noch nicht... Ne, wir setzen gar nichts ein, oder? Ja, komm doch. Sparen wir uns den Schuss aufs Tor, Alter. Let's go. Ha, mach doch, Alter. Faul mich doch. Versuchen Sie es. Versuchen Sie es doch.
Du schutsch ab! Was soll das? Du Sau! So. Dem haben wir es jetzt gegeben. So. Ach, schon wieder? Wie ist das prozentual alles aufgeteilt? Also, Sieg ist sicher oder Glücksbarriere oder Glücksfieber so also am wenigsten von allen, oder? Warum kommen die explizit so verdammt selten? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht liegt es nicht an Jude Sharp. Vielleicht ist es der Grund. Junge, Jude liegt am Boden, die Sau. Na klar, hat auch gefoult. Wie soll er sonst am Boden landen? Aber I don't know, es ist einfach nur... Vielleicht diese Position hier. Diese Area. Vielleicht sorgt die ja dafür, dass die Spieler hier am meisten faulen, weil, naja, wir sind in deren Hälfte. Bitte! Hallo! Endlich! Endlich gab's dafür mal den verdienten Freistoß unsererseits. Ja, komm. Wisst ihr was? Wallzeit hat eben auch gut Items gegönnt. Ich will mich nicht beschweren. Jetzt aber nochmal hier der Endspurt mit Aphrodite. Die Bruder. Sehr, sehr schön. Vielleicht sind wir nach diesem Game sogar Level 20 überschritten. Ich bin sehr gespannt. Obwohl es eigentlich nicht danach aussieht, right? Also, sieht für mich eher nach Level 19 weiterhin aus. Aber hey, seht und staunet. Er ist zwar schon auf Legendär, aber das ist gut, weil so können wir die Karte in unter anderem Susie stecken. Das ist eine sehr knackige Angelegenheit. Wir machen aber noch einen Kampf. Heute crunchen wir rein. Heute crunchen wir rein. Und dann wird es auch lecker schmecken. Und zwar nicht nur mit dem Monster. Und ja, es ist weiterhin wahr. Ich bin die Monstersau. Weil es schmeckt. Und weil wir heute auch wirklich, ne? Wir müssen heute den nächsten legendären Spieler machen. Deswegen drücke ich hier gerade so. Und mehr Practice für den Online-Part, der dann als nächstes für mich kommt auf der Aufnahmeliste. Es muss getan werden, weil ich muss ja auch zu diesen, I don't know, 30 was, Sieges-Tokens kommen, um dann am Ende die Earliest Masters zu kaufen. Worauf wir alle warten. Okay. Ja, ansonsten so, ich habe erstmal jetzt hier für heute, ne, kein großartiges Thema rausgesucht. Ich hatte in den Kommentaren jemanden gefunden, der die Frage gestellt hatte, ob ich glaube, dass Victory Road auch in Deutschland erscheint, so. So, WTF, dass man, also, guck mal. Bruder, letztes Jahr hat Level 5 ihre erste Level 5 Vision gemacht. Ja? Wenn du, mein lieber Freund, dich Level 5 Fan schimpfst und doch sogar weißt, dass Inazuma 11 Victory Road existiert. Ja, Bruder, wie wär's denn mal? Also, es zeigt ja, dass du ein Fan von Level 5 bist, aber du bist anscheinend nicht allzu weit informiert, weil letztes Jahr schon, im März, als die erste Level 5 Vision gekommen ist, ne? Level 5 Vision, ihr wisst es, ist halt, wissen das, Level 5s Antwort oder Äquivalent auf eine Nintendo Direct. Ihr wisst es. Und schon in der ersten Level 5 Vision hat sich Akihiro Hino hingestellt, der Bro, und erklärt, dass ab jetzt alle Spiele, die kommen,
in sämtliche bekannten, mehr oder weniger bekannten Sprachen übersetzt werden. Das hat er so gesagt. Also in dem Wortlaut jetzt, nicht eins zu eins so. Er hat sich natürlich schon, ja, ein wenig gehobener, ja, aus, ja, gedrückt, ja. Ja, aber er hat durchblicken lassen und das war auf das Professor Layton-Beispiel bezogen. Ne? Er hat ja in der Szene, vielleicht erinnert sich da der ein oder andere von euch sogar noch dran, er hat ja in so einer bestimmten Szene in der ersten Level 5 Vision quasi das Beispiel der Lokalisierung deutlich gemacht anhand, ja. Oh mein Gott, Excel based heute unterwegs, der Bro. Am Beispiel von Professor Layton und die verwunschene Welt des Dampfes oder neue Welt des Dampfes, ihr wisst, was es ist, hat er eben die Game-Logos in sämtlichen Sprachen gezeigt und gesagt, jo, wird übersetzt, Bruder. Was wir nicht wissen, also wir wissen seitdem natürlich, die Spiele kommen nach Deutschland. Höchstwahrscheinlich auch, wenn der Bekanntheitsgrad dementsprechend ist. Wir hatten das vor ein paar Parts oder vielleicht im letzten, I don't know, besprochen. Ich glaube, es war der vorletzte Part. Da hatten wir besprochen gehabt, dass wir höchstwahrscheinlich physische Retail-Versionen von bekannteren Level 5-Spielen kriegen, wie Inazuma 11. Zum Beispiel. Und dann eben noch das perfekte Beispiel mit Layton und eben der weiteren Bestätigung, dass wir auch in Deutschland die Spiele kaufen können und spielen können, auf Deutsch. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, und das ist mir hier aus der Beta nicht ganz rausgegangen, wobei ich auch dazu gleich noch etwas sagen werde, aber aus der Beta ging eben nur heraus, Bildschirmtexte werden deutsch sein, Audio höchstwahrscheinlich, also hier nicht, in der Beta nicht. Was ich mich aber frage ist, ob dann im, naja, endgültigen Game eine deutsche Audio am Start sein wird. Ähnlich so wie bei, naja, allen anderen Inazuma 11 Spielen, die es, naja, nun mal gibt. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist meine Frage, die ich habe, also. Und ich habe darauf bisher noch keine richtige Antwort, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann euch das nicht beantworten. Der Lauch. Frost sollte wieder an die Eisakademie oder wo die auch immer war. Nö. Also ja, meine Brudis, ich habe absolut keine Ahnung, ob die Spiele auf Deutsch lokalisiert werden im Sinne der Audioübersetzung. Ne? Deutsche Synchronisation, deutsche Synchro Anyone. Hättet ihr da Bock drauf? Würdet ihr sagen, eigentlich braucht das Inazuma 11? Oder denkt ihr euch so, ich kann es doch auch mit englischen Audio und japanischen spielen? Ne? Schreibt es mal sehr gerne. Also mich würde das sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Also mich persönlich würde das schon so ein bisschen auch im ersten Moment, ich würde mich daran gewöhnen, wenn es keine deutsche Sprachausgabe gäbe. Also bei aller Liebe, ich würde mich daran sehr stark gewöhnt. So. Das würde ich im ersten Part ansprechen und dann würde ich mir denken, ja komm, ist doch egal. So, juckt. Ja, juckt. Aber im ersten Moment würde es natürlich schon ein, ich sag mal, vom Effort her, ne? Von der Art und Weise. Junge, schon wieder Frost, du Sau. So eine Maus, ey. Und der ging durch. Come on. Also im ersten Moment, es wäre schon irgendwo ein gewisses Downgrade, weil, naja, die Fans aus Frankreich, aus Spanien, stark, aus weiteren europäischen Ländern, die für Inazuma 11 Content auf dem DS, auf dem 3DS, bis natürlich zu Chrono Stones
ihren audiotechnischen Support bekommen haben, in Form von einem deutschen Intro, deutschen Sprechern und einer insgesamten deutschen Synchro halt, ne? In den Cutscenes auch. Das wäre schon schade. Bin ich ehrlich mit euch. Das wäre schon sehr schade. Und guess what? Ich glaube auch nicht, dass wir für die Beta, also für den Story-Mode-Beta-Modus, ebenfalls eine deutsche Synchro erhoffen können. Ich glaube, da wird auch erstmal Englisch und Japanisch der Fokus sein. Und ich will damit ja auch nicht sagen, dass es komplett ausgeschlossen ist. Ne? Vielleicht ist es gerade einfach nur zu, keine Ahnung, zu viel Aufwand für Level 5, da jetzt die Audio-Voices einzubinden. Wäre aber auch mal eine Frage, die man im Botschaftertreffen fragen könnte, right? Warum tut das? Oder gibt es darauf... Wenn es darauf eine Antwort gibt, die in einem x-ten Botschaftertreffen schon mal geäußert wurde, dann sorry, habe ich nie mitbekommen. Ist das jetzt dementiert oder gibt es da doch eine Bestätigung zu? Haut mal raus, weil ich habe es, wenn es bekannt gemacht worden ist, wenn diese Frage beantwortet wurde, habe ich sie nicht mitbekommen. Also, haut gerne in den Kommentaren raus. Ich gehe aber von meinem inneren Gefühl aus, dass es eine deutsche Synchro geben könnte, ja. Weil abgesehen, um wieder zur Frage, zur ursprünglichen zurückzukommen, dass ich mir sehr sicher bin, natürlich kommt das Spiel in Deutschland raus. Also da lass uns mal nicht so drüber diskutieren. Also das ist ja sonnenklar. Ne? Ich mache mir da eher Gedanken um eine deutsche Synchro. Oder eine französische, eine spanische, italienische. So wie in den guten alten Level 5 Zeiten, right? Da haben wir wirklich sehr gut gegessen, als auch Level 5 Yo-Kai Watch Content so nischig er auch wurde mit Blasters. Das haben die einfach auch übersetzt, Mann. So wild, ey. Haben es dann aber natürlich irgendwann, jo, nicht mehr getan. Mit Blasters 2 und Yo-Kai Watch 4. Das wurde leider geghostet. RIP geht hinaus. Aber ja, so ist das. Das ist leider der Standard, an den wir uns jetzt erstmal gewöhnen müssen, würde ich sagen. Ich glaube, mehr ist jetzt gerade auch erstmal nicht drin, oder? Ach, lass uns davon mal noch einen holen. Ich glaube, das ist schon based auf jeden Fall. Das habe ich aber trotzdem nur eingekauft. Naja, egal. Halskette der ich habe gerade gelesen, Wichtigkeiten. Ja, ich bin wichtig. Der Träger, ja, ich bin wichtig. Anyway. Was sind die Kicks? Was war da gerade? Habt ihr das gesehen? Aha, die Schutzbrille. Ja, lass uns die auch noch mal kaufen. Schauen wir mal, wem wir die anlegen werden. Und damit, ich glaube, bleibe ich aber erstmal bei der Abstufung oder besser gesagt Aufstufung. Die Aufstufung von unter anderem Goldie Lemon. Ich denke, die kommt jetzt zuerst dran. Oh ja, vielleicht schaffen wir heute sogar beide. Ey, ich schließe nichts aus. Faerun auch. Oh mein Gott. Ich glaube sogar Faerun. Ist Faerun nicht sogar auf der Bank und nicht legendär? Wir halten die Karte. Wir halten die Karte. Ja, und ihr seht, auch wenn ich gar nicht mal so viele Karten rausgeballert habe. Also, easy. Wir haben es geschafft. Bang. Goldie Lemon ist nun legendär. Wird der Gegner während Fokus ohnmächtig, verringert sich die Spannung um 15%. Okay. Das Gute, oder ich sag mal, das Gute an diesen ganzen Fähigkeiten ist, dass ich sie gar nicht großartig hinterfragen brauche, weil ich sie eh nicht verstehe. Also, was bedeutet ohnmächtig? Ohnmächtig nach einem Schuss zum Beispiel, ne? Oder faul auch? Ich glaube, bei einem Foul werden die auch ausgenockt. Und das verringert dann die Spannung. Wo ich mich auch frage, ist das nicht auch gleichzeitig scheiße, naja, für uns? Weil wir dann gleichzeitig auch weniger Spannung haben? Ist schon ein bisschen weird, ne? Naja, gut. Hinterfragen wir das nicht großartig. Machen wir lieber auch jetzt hier Travier zu unserem Legendary. Wenn die Spannung unter 30% liegt, dann ist der AT der Mannschaft plus 20%. Stark. Das habe ich wiederum verstanden. Und damit haben wir es geschafft. Unser Team ist Legende.
Ehre plus 100, wer diese Clash Royale-Anspielung aus 2016 verstanden hat oder so. Wir zischen an der Stelle rein für Feiwoon. Machen ihn auch Legendaries. Durchbruchrate der Mannschaft 30%. Oh mein Gott, der muss ins Team hinein. Die Frage ist für wen, ha? Was ist der nochmal für eine Ability? Raus mit ihm. Also for real, raus, Alter. Für das gesamte Team? Oh mein Gott, Alter, das ist stark. Das ist nice. Und der hat, habt ihr gesehen, der hat auch eine gute Schusskraft. Also so in der Range von... Naja, so ungefähr. Also er ist in Ordnung. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass er halt auch nicht so gute Ausrüstung hat, right? Lass uns da doch auch mal was Leckeres anlegen. Haben wir nicht sogar die Schuhe gekauft gerade eben? Haben doch gerade safe Schuhe gekauft. Ich schau mal ganz kurz. Ja, ich glaube, hier haben wir sie. Das waren entweder die. Die wären auch in Ordnung tatsächlich, aber. Ja, Schuss plus 3 ist halt ein bisschen. Muss nicht unbedingt sein. Lass uns die anlegen. Und was hatten wir noch? Da gab es doch noch ein Item. Oh ja. Na klar. Die ehrige Schutzbrille. Let's go. Die wird auch mit angelegt. Also, stark. Strong einfach. Ich würde sagen, zum Ende des Parts achten wir natürlich auch auf Simo Hillman. Weil er hat auch diese Karte noch verdient. Ja, das war alles. Hau rein. Hau rein, Bro. Und Arion. Arion auch. Unbedingt. Weil, hier. Ja. Wichtige Angelegenheiten, die gemacht werden müssen. Definitivst. Ich glaube, Darren LaChance hatte, glaube ich, eine lila Karte oder so. Also, ja, grüne. Hau rein, Alter. Die Grünen! Grrr. Um das auch mal kurz hier aufzufassen. Das Klima des Landes, ne? Anyway. Unser Team ist bombastisch. Ich bin zufrieden. Und ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, dann lasst gerne eine 1-Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein.